Hallo Leute, es ist tatsächlich soweit, das Finale von Mass Effect steht an, zumindest vermute ich das jetzt mal. Ja, im letzten Part haben wir uns hier auf der Zitadelle bis zum Ratssitz vorgeschlagen. Und ich würde sagen, ja, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen uns darin stellen. Da ist er, die Sau. Er hat einen Abgang gemacht. Aber der kommt wieder. Ja, wusste ich doch. Puh. Hallo, Saren. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Jetzt reicht es, Saren. Bringen wir es zu Ende. Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Sie hätten sich der Sovereign anschließen sollen, als sie die Chance dazu hatten. Nein. Ach, der Kampf scheint nicht großartig anders zu sein als der letzte mit ihm, ne? Also... Ja, ich will ja nichts sagen, aber... Saren, ich kann meine Waffe nicht mehr benutzen. Finde ich nicht sehr nett. Wieso kann ich meine Waffe... Ah, jetzt nimmt langsam die Überhitzung ab. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Saren? Ach, da. Auch hat er sein Schild wieder. Ja, super. Wisst ihr, was benutze ich jetzt? Tschüss, Saren. Alter, was hat denn der für ein Schild? Super, jetzt habe ich meine tolle Fähigkeit verdödelt, weil der sein hässliches Schild hat. Wo ist er jetzt? Ach, hier. Wow, okay. Jetzt wird es langsam doch eng. Gegen dich verliere ich sicher nicht. Er hat wieder sein Schild. Können wir das nicht irgendwie kaputt machen? Verliert er so Energie? Nö. Also das mit dem Schild verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wieso der manchmal so ein tolles Schild hat. Oder so einen tollen Schild. Naja. Von mir aus kann er noch 10 von den Dingern haben. Wow, so langsam wird's eng. Ich würde da gerne ducken. Ducken. Ich bleib hier jetzt mal sitzen. Ich glaube, er kommt hier eh nicht hin. Kann ich nochmal United We Stand machen? Ja. Ups, da wollte ich jetzt nicht hin. Dab die Diedel da. So. Na komm her, du Schwacheimer. Sein Schild ist wieder oben, ne? Ich kann wieder. Ich kann wieder die Supertechnik anwenden. Ja. Das war's. Ah. Sauber. Sauberer Schnitt, muss ich sagen. Yo.
Das sieht gut aus. Ja, übertreib doch direkt. Das war's mit ihm. Wir haben ein Medigel gekriegt. Finde ich nett. Werde ich gleich mal anwenden. So. Hurra, das war's Finale. Fand ich ein bisschen schwach. Naja, geil. Einfach nur geil. Saren ist endlich down. Wo ist er? Ist er jetzt da? Wo ist er denn nochmal runtergefallen? Ich glaube da, ne? Ich will ihn mir nochmal angucken, wenn ich das darf. Wenn ich ihn finde. Ich finde ihn nicht, oder? War er hier? Wo war denn jetzt der tote Saren? Egal, er ist tot. Wir haben es ja alle gesehen. Er wird nicht nochmal aufstehen, glaube ich. Gut. Dann machen wir das Ding hier doch einfach mal. Steuerkonsole. Ach, da unten liegt er. Steuerkonsole. Aktivieren. Würde ich gern aktivieren. Mal gucken, was Tali sagt. Tali. Sie sagt gar nichts. Und Liara sagt auch nichts. Und mein Problem ist, ich kann das Ding nicht aktivieren. Kann ich? Kann ich aktivieren? Darf ich? Hallo. Ah, jetzt ging es doch, oder? Nee. Also sorry, Leute. Ich habe hier gerade echt... Ich dachte hier, episches Finale. Und jetzt kann ich die scheiß Steuerkonsole nicht aktivieren. Vielleicht, wenn ich meine Waffe gezogen habe. Nö. Hallo. Scheiße. Jetzt haben wir Saren besiegt, aber schaffen es nicht, die blöde Konsole zu aktivieren. Vielleicht geht es ja von hier, von der Seite. Ach, muss ich jetzt darüber laufen? Nee, geht ja nicht, ne? Ja, scheiße, Leute. Ich habe ein Problem. Ich krieg die Konsole nicht aktiviert. Was soll denn jetzt aus uns werden? Ich glaube, wir werden alle sterben. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal... Was war das denn jetzt? Ich werde jetzt einfach mal die Steuerkonsole benutzen. Keine Ahnung, was das war. Naja. Erstmal die Daten hochladen von der VI. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Yay. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Mach ich alles, mach ich alles. Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Ja, ich weiß nicht. Das kann jetzt Auswirkungen auf Mass Effect 2 haben. Das wird ja irgendwie verknüpft mit den Save-Dateien oder so. Ich weiß nicht, der Rat, der ist ja schon... Die haben ihren Job gemacht, aber... Die Sovereign ist wichtiger. Also wenn der Rat stirbt, ist nicht so schlimm, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wenn die Sovereign aber überlebt, dann sind wir alle down. Natürlich weiß ich, aufgrund, weil ich ein bisschen was von Mass Effect 3 schon kenne, was eh passieren wird. Aber egal, ich werde... Konzentrieren Sie sich auf die Sovereign. Es ist einfach das Wichtigste, glaube ich. Warten Sie, bis sich die Arme öffnen, Joker. All unsere Schiffe müssen sich auf die Sovereign konzentrieren, auch wenn wir so den Rat opfern. Ein Opfer zum Wohle aller. Hoffentlich ist es nicht vergebens. Bestimmt nicht. Alle Allianzschiffe halten die Formation. Warten Sie auf eine freie Schussbahn zur Sovereign. Das hat höchste Priorität. Ich wiederhole, das hat jetzt absolute Priorität.
Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Öffnen Sie einen Com-Kanal. Hier ist die Ascension. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Guardian-Abwehr wurde überwältigt. Kritische Barrieren sind ausgefallen. Commander, Sie haben die Verbindung abgebrochen. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Also wenn der nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht, was der gefrühstückt hat. Der sieht nämlich ziemlich tot aus. Weh, er bringt die jetzt um. Hey, dann raste ich aus. Ja, doch, der sieht tot aus. Jo. Er ist tot. Weißt du was, dann mach doch mal deinen Höhenflug hier jetzt. Ach, schade. Wow, er kommt angewatschelt. Wieso kommt er? Wieso ist meine Waffe überhitzt? Ach, die ist immer überhitzt, wenn man sie braucht. Kann ich sein Schild zerstören? Ja, Tatsache. Okay, wisst ihr was? Ja, dann gibt's jetzt die volle Ladung. Wieso hilft denn das nix? Du Heilige, was geht denn mit dem jetzt ab? Ich, wegen dem finalen Kampf, ich sag doch nichts, also ist okay. Der hat doch schon einiges drauf. Ah, oh, der bringt mich hier gleich um. Wo ist er denn? Könnt ihr bitte aufstehen? Ich bin hier ziemlich am Ende. Ich würde gerne mal wieder Medigel benutzen. Oh, okay. Die Sovereign ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Oh, und weiter geht's. Ey, habe ich echt nichts gegen den Fetten? Der ist viel zu schnell. Da kann man sich gar nicht konzentrieren. Oh. Alter Verwalter. Wo ist er? Da ist er. Ihr dürft wieder aufstehen.
Ich glaube, ich bin tot, ja. Wollte ich schon sagen. Verdammt! Ey, was geht denn jetzt mit Saren ab? Ohne Scheiß. Ja, wichtige Mission gescheitert, merke ich auch. Ich bin Saren. Und diese Station gehört mir. Ja, ist gut. Dann gehört sie halt dir. Wir ziehen ja schon ab. Hallo. Waffe ist überhitzt. Ich kann nichts machen. Ich kann überhaupt... Ah, jetzt. Können wir die nicht irgendwie überhitzen? Nee, ey, die verbrauchen ihre Fähigkeiten hier ohne Ende. Ja, nutzt das hier einfach. Ja, ja, Saren, krabbel noch ein bisschen weiter. In der Grabbelgruppe mit Saren. Nett. Ey, der dreht aber ordentlich auf. Ohne Scheiß jetzt. Ach genau. Ey, kann er jetzt mal aufhören, hier rumzuspringen? Vor allem, es macht ihm alles keinen Schaden, ne? Ist ja noch die größte Verarschung. Er hält einfach alles aus. Eieieiei, ist ja gut. Puh. Das haben wir eigentlich schon mal gesehen, aber egal. Alles zerstören. Die Serverin ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Ich durfte nicht schnell speichern. Gemein. Hör auf rumzuspringen. Wie soll man ihn denn da bitte treffen? Ohne Scheiß. Krabbeldi, krabbeldi, krabbeldi. Krabbeldi, krabbeldi, krabbeldi. Wow, immer voll auf Tali. Lass doch mal Tali jetzt in Ruhe. Oh, da hat er wieder seine Hüpfanfälle. Kannst gerne woanders lang hüpfen. Einfach immer in Bewegung bleiben, das hilft. Genauso wie er, ne? Er hat genau dieselbe Taktik. Die fiese Ratte. Ja, komm, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen. Saren. Saren. Boah. Eieiei. Jetzt dreht er aber auf. Hallo. Krabbeldi, krabbeldi. Er krabbelt einfach. Verdammt. Ich würde sagen... Ich mach dem jetzt ein Ende. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Würdest du endlich sterben? Endlich sterben. Oh. Ja, geil. Damit meinte ich eigentlich nicht mich, Saren. Oh. Jo, jetzt ist er aber endgültig weg, oder? Also, wenn er jetzt nochmal aus der Asche rauskommt, dann ist er echt ein Phönix. Alter. Ja, geh kaputt. Sieht gut aus. Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. Feuert aus allen Röhren.
an meine Flanke! Wir fliegen rein! Boah. Los! Puh. Müssen wir jetzt abhauen? Oder war's das? Ich glaube, das war's. Eieiei. Das sieht aus. Wer das nachher alles sauber macht, ne? Sicher so 1-Euro-Jobberinnen. Also so Putzfrauen, ne? Naja. Captain Anderson, wir haben Sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Wir haben Ihre Nachricht erhalten, Botschafter. Was ist los? Kein Grund, sich aufzuregen, Captain. Ich würde dieses Treffen gern mit allen Zähnen im Mund beenden. Sie sollten mir für das, was ich getan habe, danken. Wäre die Normandy noch immer am Boden, dann wären wir jetzt alle tot. Ich verstehe, Captain. Sie haben nur getan, was Sie tun mussten. Es gibt einen anderen Grund, warum Sie hier sind. Wir müssen dem Rat berichten, was geschehen ist. Commander Shepard hat das Richtige getan. Wir mussten unsere Flotte zurückhalten, um der Sovereign folgen zu können. Es war der einzige Weg. Das stimmt. Aber dies eröffnet uns außerdem eine Möglichkeit. Die Flotte der Zitadelle wurde bei dem Angriff dezimiert. Dieser Verlust hat die Allianz stärker gemacht. Sie können den Wiederaufbau nicht ohne uns schaffen. Wir müssen bei der Bildung eines neuen Rats die Führung übernehmen. Und er sollte einen menschlichen Vorsitzenden haben. Finde ich übrigens super, ne? Mein Kater ist hier drin und während der schönsten Cutscene im ganzen Spiel kotzt er einfach mal auf meinen Boden. Zweimal. Ich glaube, ihr habt es hören können. Vielleicht so ein bisschen... Weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall episch. Wir müssen Gewalt anwenden. Dies war kein Plan, damit die Allianz die Macht an sich reißen kann. Wenn wir die anderen Rassen zwingen, uns als Anführer anzusehen, wird das zu Problemen führen. Die anderen Spezies haben Angst. Sie haben so etwas noch nie zuvor erlebt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie wollen, dass wir vortreten. Sie glauben an uns. Und das verdanken wir Ihnen, Shepard. Sie haben die Galaxis vor der Sovereign gerettet. Sie sind ein Symbol für alles, was an der Menschheit gut ist. Für unseren Mut, unsere Stärke. Der Botschafter hat recht. Die anderen Rassen sehen jetzt zu uns auf. Sie werden uns nicht nur als Anführer akzeptieren, sie werden es sogar begrüßen. Angesichts all der Dinge, die Sie getan haben, wird die Allianz wissen wollen, wer Ihrer Ansicht nach Ratsvorsitzender werden soll, Commander. Wir sind dabei, in den Krieg zu ziehen. Wir brauchen jemanden mit militärischer Erfahrung. Jemanden wie Captain Anderson. Sie haben überzeugende Argumente. Sind Sie bereit dafür, Captain? Ich weiß nicht, ob überhaupt einer von uns bereit dafür ist. Aber ich werde mein Möglichstes tun. Und wie geht es jetzt weiter? Die Reaper sind immer noch da draußen.
Sie kommen. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Uns steht ein Krieg gegen die Reaper bevor. Wenn wir verlieren, ist das Ende allen Lebens, wie wir es kennen. Wir müssen dem Rest der Galaxis zeigen, wie man überleben kann. Mit der Unterstützung der anderen Rassen können wir diesen Kampf gewinnen. Mit ihnen im Rücken können wir die Rückkehr der Reaper aufhalten und sie zurück in den Orkusnebel treiben. Wunderbar, das war's dann mit Mass Effect. Es ging doch schneller als gedacht. Also ich habe eigentlich gedacht, ich stecke dort mindestens 100 Parts rein. Aber tatsächlich, wenn man sie 20-minütig macht, dann klappt es auch unter 50 Parts. Ich weiß jetzt nicht, kann ich das überspringen? Denn es ist, glaube ich, zu laut. Ja, man kann es überspringen. EA, ja. EA und BioWare. Also ich muss sagen, Fazit zu diesem Spiel. Es war mir eigentlich von Anfang an klar, ja komm, will ich jetzt nicht sehen. Komm, kann ich das nicht überspringen? Danke. Es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass ich dieses Spiel lieben werde. Und es ist tatsächlich so. Ich finde dieses Spiel einfach nur genial. Und ich weiß nicht, ob ich direkt im Anschluss Mass Effect 2 machen werde, aber es wird auf jeden Fall kommen. Aber ich denke jetzt erstmal ist mal wieder ein bisschen Zeit für die alten Klassiker. Das heißt, PlayStation 2 Sachen kommen mal wieder. Das bedeutet, dass ich vermutlich bald mit Ratchet & Clank Gladiator oder Ratchet Gladiator anfangen werde. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist der absolute Hammer. Jeder, der Rollenspiele und Shooter mag, der ist hier wirklich an der richtigen Adresse. War so ziemlich das erste Rollenspiel, das ich gemocht habe. Und ja, ich mag es auch immer noch. Es ist einfach nur genial. Die Story ist wunderschön. Also was heißt schön, aber sie ist einfach nur klasse. Die Charaktere sind gut. Und ja, allgemein das Spiel, die Grafik kann man sich auch heute noch angucken. Und es gibt auch Patches. Am Anfang vom Projekt hatte ich da ja was installiert. Das hat halt immer zu Abstürzen geführt. Aber vielleicht klappt es ja bei euch besser. Und damit sieht das Spiel echt super, super geil aus. Gut, viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Projekt, je nachdem, was es sein wird, oder im nächsten Video. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.